Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Was war das? Ach so, der Schacht. Ich dachte gerade schon wieder, hier ist eine lustige Tür aufgegangen. Okay. Wir können hier nicht raus. Und da vorne können wir auch nicht raus. Wir sollen aber da lang. Wie sollen wir das denn machen? Sollen wir durch den Schacht hier klettern? Wir klettern mal durch den Schacht. Und hoffen, dass da kein Alien drin sitzt. Das fände ich nämlich nicht lustig. Darauf warte ich, um ehrlich zu sein, nur noch. Dass hier irgendwann mal eins drin sitzt. Okay, jetzt sind wir im besagten anderen Raum. Ich dachte gerade, da hinten steht jemand, aber das ist nur so ein komisches Wappelding. Oh, Flammenwerferöl. Schlüsselkarte benötigt. Station evakuieren. Dies ist kein. Kann man sich hier so grundsätzlich irgendwo verstecken? Kann man das? Generator. Was braucht der? Der ist schon an. Verstecken kann man sich hier nirgendwo. Oh. Oh. Stirb! Du Miststück! Stirb! Oh, ich hoffe, jetzt kommt kein Alien. Die kommen ja eigentlich immer gerne. Können die hier überhaupt raus? Ist hier eigentlich irgendwo so ein Schacht? Außer der da? Nee, ne? Also gehe ich mal stark davon aus, hier kann kein Alien durchkommen. Ich hoffe es doch. Hallo! Was machst du jetzt? Was macht es? Was macht es? Oh je! Hi! Hau ab! Hau ab! Wie der mich immer umboxen muss, der Sack! Oh, fuck, ey. Ich glaube, wir müssen hier einfach wieder zurückgehen. Da hinten in den Tunnel da. Wo wir nicht lang können. Oh, ey, weißt du was? Hau ab! Gehst mir echt tierisch auf den Zeiger. Blödes Alien, blödes Mistvieh. Ah, hier können wir ja nichts machen. Mach mal die Taschenlampe an, sonst seht ihr ja nichts. Da verstecke ich mich hier drin. Schneller. Die Musik wird gerade richtig fies. Oh Gott, hoffentlich hat es mich jetzt nicht hier drin gesehen. Ich kann es aber hören. Aber der Bewegungsmelder sagt nichts. Doch, Teil... Nein, ja, nein. Vielleicht? Oh, weißt du. Ist mir jetzt egal. Wir machen jetzt hier die Taschenlampe an. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Oh, oh. Station verlassen. Shit, ey. Ich weiß nicht wo. Wir hätten nochmal speichern sollen. Da kann man speichern. Und keine Gefahr ist nah. Das höre ich immer gerne. Immer gerne. Ey, ja. Okay, nu? Was? Finden Sie ein... Hä? Jetzt ist hier extra die Tür aufgegangen. Was? Was? Ach, da bist du. Ich hab den gar nicht gesehen. Gehst du jetzt? Ich verbrenne dir deine Hackfresse. Oh, ich war ihm in den Weg. Das ist schlecht. Oh, ich hab den gar nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Ich hab den... Oh, oh. Ne, komm. Ne, komm. Scheiße.
Wo ist es denn? Da hinten. Hat es mich gesehen und kommt jetzt hier rum? Ich habe kaum noch Flammenwerferöl. Ja, es hat mich gesehen und kommt hier rum. Hau ab. Hau ab. Sag mal, wie oft muss ich dir denn noch ins Gesicht schießen? Alter! Oh, das fand ich jetzt nicht fair. Ich habe kaum noch... Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Och, ganz da hinten wieder hin. Ist klar, ist klar. Wir müssen den ganzen Weg nochmal zurück. Ey, ganz ehrlich, ich mach gleich einen Rage Crit. Das geht mir hier langsam echt auf den Sack. Man sieht hier gar nichts. Das ist alles stockduster. Er ist das blöde Drecksvieh. Oh, hau ab! Oh, jetzt bin ich tot. Ganz ehrlich, das finde ich jetzt langsam etwas übertrieben. Ich habe einfach keine Flammenwerfermunition mehr. Gut, okay, ich müsste vielleicht wirklich mich mehr verstecken. Aber... okay. Hier war doch eben ein Alien drin. Da. Hat es mich gesehen? Nein. Es hat mich nicht gesehen. Das ist da einfach drüber gelaufen. Wo ist es jetzt? Oh Mann, ist jetzt hier Palaver, ey. Okay. Ich muss es jetzt leider dunkel lassen. So leid es mir tut, ich sehe selber kaum was. Verzeiht es mir, aber es geht gerade nicht anders. Kann ich denn hier irgendeine Tür nehmen? Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück. Wenn die Erlaubnis hier zu den Orbitalen ist. Keine Ahnung, wo es ist. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Den ganzen Weg wieder zurück. Oh, ich renne mitten in die Dunkelheit. Ich kann nur hoffen, dass ich wenigstens die Umrisse sehe. Also ich sehe auch gerade gar nichts, außer das grüne Lämpchen und das bisschen Tunnel vor mir. Aber wenn ich es aus Versehen anblende, ist es auch blöd. Okay, es ist wieder hoch. Ich muss doch hier hin, oder? Ja. Wo ist es jetzt? Wo ist es denn jetzt? Alter, ich sehe nichts da. Du siehst mich nicht. Ich bewege mich einfach nicht. Geh weg. Geh weg. Geh schon weg. Shit, jetzt kommt es auch noch in meine Richtung. Huh, verarscht! Nee, nicht hier lang. Nicht hier lang. Oh. Oh, war das knapp. Shit, es kommt wieder zurück. Ah, Mist! Alter! Das war nicht fair. Das war echt nicht fair. Das Geräusch ist gerade ein bisschen laut. Alter, mach mal das Geräusch aus. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Bug. Oh, shit, ey. Hört das jetzt mal auf? Oh, ich muss mal ein bisschen leiser machen.
Ich weiß nicht, ob das ein Soundbug jetzt ist. Das wäre äußerst ungeil. Oh Mann. Jetzt höre ich gar keine Alien mehr, ne? Jetzt höre ich einfach nur nichts mehr. Außer diesen... dieses scheiß Rauschen. Es ist so laut, ey. Ich muss hier selber dagegen schreien. Oh, fuck! Fuck! Oh, jetzt ist es aus. Hau ab. Hau ab jetzt! Wie oft muss ich die... Oh, ey, das geht mir auf den Sack, ey. Das geht mir wirklich schwer auf den Sack. Nee. Oh, Mist. Ich will ein Medikit benutzen. Oh, dass das immer nicht funktioniert, Mann! Shit, und jetzt da hinten wieder eins. Nein, nein! Oh, Mann. Kann ich auch hier rein? Boah, bedrohliche Musik. Die Musik ist echt Hammer, die macht mich fertig gerade. Ist doch nicht den hier scheiß Ernst. Oh, Leute, das ist viel zu laut. Ich speichere jetzt nochmal schnell. Mach schon. Die Musik ist viel zu laut. Ich kann gar nichts hören. Könnt ihr das mal leiser machen? Ich kann doch so die Aliens nicht hören. Ich weiß, es ist Absicht, aber ich finde das trotzdem nicht lustig. Ich habe kaum noch Flammenwerfer, Muni. Aber echt kaum noch. Ja, ey, könnt der vielleicht auch mal aufhören zu quatschen? Geht mir auch gar nicht auf den Sack. Okay, die Tür ist jetzt offen. Ich muss hier zwar... ich habe zwar keine Zeit, aber ich muss Sachen durchsuchen. Vielleicht hat jemand hier Flammenwerfer-Muni. Alles leer. Ich hoffe einfach nur, das Alien kommt hier nicht rein. Wo ist es denn? Steht das da hinten? Ich kann das nicht so ganz erkennen. Das ist alles leer. Das ist doch scheiße. Okay, rein da jetzt. Die Musik macht mich irre. Könnt ihr die mal abschalten? Erst eben dieses Rauschen auf den Ohren, dann war das Rauschen endlich weg. Dann hier so ein paar Lava. Nein! Oh, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Scheißernst. Das ist nicht dein verdammter Scheißernst. Wie war das mit Alien in dem Lüftungsschacht? Wie war das damit? Ich kotze in die Tonne, ey. Aber sowas von. Boah, bin ich sauer. Bin ich sauer. Nee, ich bin nicht sauer. Das ist doch überhaupt nicht unfair. Da, ganz ehrlich, da, das ganze beschissene Spiel über waren wir in diesen scheiß Schächten sicher. Und dann gehen wir jetzt einmal da durch und hören, dass ein Alien runterkommt und wollen abwarten, weil wir ja nicht so viele Flammenwerfer-Muni haben. Und ist das Vieh einfach hinter uns. Oh klar, ist doch kein Problem. Scheiß drauf, ey. Blödes, dämliches Alien-Drecksvieh.
Mann! Ich speichere jetzt hier. Falls das gleich noch 5000 Mal passiert, weil ich den Weg nicht laufen will. Ich würde fast vermuten, das kommt immer. Also müssen wir schnell dadurch. Okay, war hier noch irgendwas von Interesse? Nee, ne? Oh, da war doch Flammenwerfermunition drin. Geil. Geil. Geil, lieber alles der. Ich geh jetzt hier rein. Okay. Aber ich frage mich, wie... Das ist ja irgendwo runtergesprungen. Das hat man ja gehört. Wo soll das denn hier bitte runtergesprungen sein, das blöde Vieh? Kann mir das mal einer erklären? Okay, Ripley, raus hier. Sebastopol, Diane Verlaine von der Torrance hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter ihrem Raumfahrtterminal anzudocken. Wir können Überlebende aufnehmen. Ja, ja. Machen wir. Oh Gott. Oh Gott, Speicher bitte. Bitte Speicher. Bitte, bitte Speicher. Speicherst du? Oh, es ist Ruhe. Leute, Ruhe. Ruhe auf meinen Ohren. Oh. Ich entspann mich erstmal. Meine Nerven. Oh, er speichert nicht. Scheiße, er speichert nicht, er speichert nicht, er speichert nicht, er speichert nicht. Ach. Ermöglichen Sie der Tons. Die Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Das ist mir ganz egal, was du sagst. Es hört eh keine Sau auf dich. Du könntest mit diesen blöden Durchsagen jetzt auch endlich mal aufhören. Du gehst uns nämlich auf den Sack. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Auf den Sack. Alter, ich will hier durch. Okay. Müssen wir lang? Da lang? Ich habe ein ungutes Gefühl. Oh, hier sind wir wieder. Ah, hier ist auch eine Tür, wo wir einen Ionenschneider brauchen. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. War das die hier? Ja. Ich wette, zu der müssen wir auch... Oh, ich wette, zu der müssen wir auch hin. Keine Ahnung. Wir machen die jetzt aber mal auf. Die machen wir jetzt mal auf. Also es ist wohl doch so, dass wir immer und immer wieder zu denselben Stellen kommen. Und dann irgendwann die Sachen haben, die wir brauchen. Okay. So. Wir ermöglichen der Torrance jetzt das Andocken. Oh. Warum ist hier so viel Flammenwerferöl? Ich weiß nicht, ob ich mich das fragen will. Okay, sehr viel ist es nicht. Ich bastel mal noch Medikits. Und nehme gleich auch noch eins. Na, mach schon. Noch eins? Ne, können wir nicht. Uns fehlt die Impfpistole. Medikit auswählen und rein damit. Okay, den Sensor können wir nicht einsammeln. Schrott können wir jetzt aber mal einsammeln. Hughes, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Dallas hier. Ich werde in Kürze das Nostromo-Berichtpaket zurück zur Erde senden, bevor wir uns in die Hyperschlafkapseln begeben. Die nächstgelegene Relaisstation scheint Sevastopol zu sein. Boah, bla bla bla. Müssen wir überhaupt hin? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wie dem auch sei. Wenn alles gut läuft, hören Sie wieder von uns, sobald wir in Erdnähe angekommen sind. Vermissen Sie uns nicht zu sehr. Dallas, Ende. Okay. Ich finde das übrigens total scheiße vom Spiel, dass wenn man hier so eine Tonbandaufnahme hört und dann kommt hier so eine blöde Zwischensequenz von dem Laberheini da. Und alles wird übersprochen und überquatscht. Und das mit seiner Orbitalstation, scheiße, hat er ja jetzt schon 50.000 Mal gesagt. Das müssten wir jetzt nicht nochmal hören. Das kann das Spiel doch schnallen. Ja, halt die Klappe jetzt! Oh, Mann, ey. So, komm, Rip, mach mal ein bisschen schneller hier. Wir haben noch keine Zeit.
So, ihr Lieben, bevor es jetzt hier weitergeht in den lustigen Aufzug, werde ich jetzt auch leider mal die Folge beenden. Es tut mir sehr leid. Wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem ganzen Rumragereien. Es macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig. Aber was soll ich es erklären? Ihr kennt es ja schon von mir. Habt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.